Denke ich an Europa in der Nacht, dann bin ich um den Schlaf gebracht. So könnten wir, liebe Genossinnen und Genossen, heute Heinrich Heines Worte anpassen. Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Die Lebensgrundlage vieler Menschen wird durch neoliberale Politik zerstört. Und auch im sogenannten Kerneuropa gehören Hunger und Not wieder zum Alltag. Die Spanne zwischen Arm und Reich wächst dramatisch. Soziale und rechtliche Ungleichheit ist kein Naturgesetz, sondern Folge jahrelanger Umverteilung von unten nach oben. Bernie Sanders macht es richtig, wenn er inhaltlich zuspitzt und fokussiert. Main Street gegen Wall Street, Mittelklasse gegen Millionäre. Ich denke, Tax the Rich ist kein verstaubter Slogan, sondern eher einer, den wir viel forscher und offensiver vertreten müssen. Kürzlich formulierte ein Verdi-Kollege treffend: Reiche stehen in Deutschland unter Artenschutz. Es ist Zeit, die Jagdsaison zu eröffnen. Liebe Genossinnen und Genossen, 10 Jahre ist es nun her, dass mit der Agenda 2010 die Axt an den deutschen Sozialstaat angelegt wurde. Jetzt begibt sich Frankreich auf den Agenda-Kurs und wir müssen ganz klar sagen, eine solche Politik zu kopieren, ist sozial und verteilungspolitisch verheerend. Wir solidarisieren uns mit den Menschen im Kampf gegen diese neoliberale Arbeitsmarktreform. Wir sagen Nein zu Hartz IV à la Française. Faschisten und Ultrarechte sind in vielen Ländern Europas auf dem Vormarsch. Im Kern zerstören sie das soziale Miteinander in der Gesellschaft und sie schüren Angst und Hass. Dieser Entwicklung, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir uns mit klaren antikapitalistischen Inhalten und einem Angebot zum Mitmachen entgegenstellen. Wir dürfen, und da bin ich überzeugt, wir dürfen die Kritik an der EU und an den Zuständen in den Ländern nicht den Rechtspopulisten überlassen. Wir müssen, wie Rosa Luxemburg gesagt hat, mutig sagen, was ist, und eine klare Absage an die nationalistische und rassistische Politik der politischen Rechten erteilen und bekräftigen: Solidarität ist das Fundament unserer Politik. Ich stehe für eine aktive und kampagnenfähige Partei, möchte meine Arbeit gerne fortsetzen und denke, wenn Gabriel sich bezüglich TTIP fragt, wie die Bevölkerung gegen etwas sein kann, was noch nicht einmal in Kraft getreten ist und 250.000 Menschen nicht ernst nimmt oder Nahles Sozialhilfe für EU-Bürger rigoros kürzen will, muss die Linke sich klar abgrenzen für eine starke Linke. Vielen Dank. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Christine Buchholz und ich bin beruflich momentan Mitglied der Bundestagsfraktion und deren verteidigungspolitische Sprecherin und deren Sprecherin für Religionspolitik. Ich habe neulich im Deutschlandfunk einen Bericht über die Demonstration der AfD in Erfurt gehört am 19.05. Und ich bitte euch, diesen Bericht anzuhören, um eine Vorstellung dazu zu bekommen, was sich im Rahmen dieser Partei formiert. Andreas Wild, Mitglied der AfD in Berlin, sprach davon, bereits in Deutschland lebende muslimische Bürgerkriegsflüchtlinge sollten in spärlich besiedelte Landstriche gesiedelt werden. Es genügten ein paar Quadratkilometer Heide. Das Einzige, was man dafür bräuchte, wären Bauholz, Hämmer, Sägen und Nägel. Und das, was die AfD dort mobilisiert in ihrer Kampagne gegen den Moscheebau einer Moschee in Erfurt, ist nur ein Ausblick darauf, was der sich offen formierende faschistische Flügel in dieser Partei will. Er will die Leute auf die Straßen bringen, will einschüchtern, er macht offene Anspielungen an den Faschismus und er nutzt Rassismus, um auszugreifen in die Gesellschaft. Und liebe Genossinnen und Genossen, es ist der Job der Linken mit vielen anderen gemeinsam, diese Entwicklung zu stoppen. Sozial gerecht, für alle besser. Ich unterschreibe diesen Slogan zu 100%. Gleichzeitig ist mir wichtig zu sagen,
Der Kampf um Gerechtigkeit, um den Kampf gegen Rassismus verhalten sich nicht zueinander wie ein Haupt- und ein Nebenwiderspruch. Beide haben ihre eigene Logik und ihre eigene Notwendigkeit. Und deswegen möchte ich in dem Parteivorstand weiter den antirassistischen Kampf und den Kampf gegen Faschismus mit voranzubringen, zusammen mit unserer Bildungsabteilung, gemeinsam mit den Landes- und Kreisverbänden in der Mobilisierung und der konkreten Arbeit vor Ort und indem ich für unsere Partei weiterhin in dem Bündnis Aufstehen gegen Rassismus arbeite. Der zweite Punkt, der mir wichtig ist. Die Antikriegsarbeit ist ein Herzanliegen von mir, nicht nur im Bundestag, sondern auch in der Arbeit in der Friedensbewegung. Das nächste Jahr ist Bundestagswahljahr und für mich ist es wichtig, dass wir vor und nach der Bundestagswahl klare Positionen zum Thema Krieg und Frieden, Nein zu jeglichen Auslandseinsätzen vertreten. Und dafür möchte ich auch sowohl in der Vorbereitung der Bundestagswahl, aber auch danach meinen Beitrag leisten im Parteivorstand. Und ich würde mich freuen, wenn ich das auch mit den Genossinnen und Genossen gemeinsam, die dort auch mitgewählt werden, und mit euch gemeinsam in der Partei vor Ort, wenn ich diese Arbeit weitermachen könnte. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, mir kam in den letzten Wochen immer wieder die Kabarettsendung Die Anstalt in den Kopf, als es zum Thema Umverteilung ging. Dort versuchte ein Robin Hood, der die Linke symbolisieren sollte, die Mittelschicht zu überzeugen, dass er doch auch ihre Interessen vertrete und daher ihre Stimme verdient habe. Sie ließ sich nicht überzeugen und begründete das damit, dass die Partei Die Linke die Partei der Verlierer sei. Und zu den Verlierern wolle sie nun wirklich nicht gehören. Das hat mir zu denken gegeben. Werden wir gemeinhin als Partei der Verlierer wahrgenommen? Bezieht sich das auf politische Misserfolge oder auf die Menschen, die bei uns eine Lobby haben? Und vor allem, wie wird man eine Gewinnerpartei? Zu dieser und anderen Fragen hat nach den Wahlen im März eine interessante Debatte in unserer Partei begonnen. Manchmal wurden dabei aber Gegensätze aufgemacht, die aus meiner Sicht keine sein müssten. Ja, wir werden vielerorts längst als etablierte Partei wahrgenommen und schon lange in den Ostbundesländern, nun auch mittlerweile in vielen Westbundesländern. Und das ist auch gut so. Das heißt aber nicht, dass wir als linke Partei ausstrahlen dürfen, den Politikbetrieb primär zu verwalten, anstatt ihn grundsätzlich verändern zu wollen. Selbst dort, wo ein Regierungswechsel nicht in greifbarer Nähe ist, fehlt uns oft die Schärfe und Provokation im Auftritt. Dabei geht es meines Erachtens weniger um die radikalsten Forderungen als vielmehr um einen anderen Gestus des Oppositionellen und der Zuspitzung. Eine Symbolpolitik mit gezielten Regelüberschreitungen kann unsere Forderungen mitunter besser auf den Punkt bringen als lange Papiertiger, die kaum jemand liest. Die TTIP-Leaks sind dabei ebenso gutes Beispiel wie die Aktion des Zentrums für politische Schönheit oder Blockupy. Ein paar Worte zu mir. Ich bin 29 Jahre alt und seit über 10 Jahren Mitglied der Linken bzw. der damaligen PDS gewesen. Ich arbeite seit mittlerweile 5 Jahren bei einem Magazin für Fußballkultur namens 11 Freunde, manche kennen das. Danke, auch schön. Und den Hinweis kann ich mir zumindest nicht verkneifen, dass ich damit eine der wenigen Kandidatinnen und Kandidaten bin, die nicht direkt bei der Partei oder indirekt bei der Partei angestellt sind. Bevor ich damals für mein Studium der Politikwissenschaft nach Berlin gekommen bin, war ich als Potsdamerin viele Jahre Mitglied des Brandenburger Landesverbands und ich will auch nicht verhehlen, dass mich mit Potsdam weiterhin viel verbindet, nämlich unter anderem meine Leidenschaft für den Fußballregionalligisten SV Babelsberg 03, der nicht nur heute den Landespokal gewonnen und sich damit für den DFB-Pokal qualifiziert hat, also einen herzlichen Glückwunsch auch an dieser Stelle, sondern der als bundesweit allererster Club ein Flüchtlingsteam zum regulären Spielbetrieb angemeldet hat. Bei diesem sympathischen Fußballverein bin ich seit 3 Jahren Mitglied im Aufsichtsrat und erst letzte Woche für eine zweite Legislatur bestätigt worden. Bei einem Verein, der aufgrund drohender Insolvenz jede Saison ums Überleben kämpft, lernt man mit Krisen umzugehen. Und ich habe gehört, diese Partei sei in einer Krise. Daher möchte ich mit etwas Optimismus enden. Heute ist ja viel berichtet worden über Erschreckendes, was uns Sorgen bereitet, aber auch Überraschendes, was uns hoffnungsvoll stimmt. Beides motiviert uns als Linke, in gesellschaftliche Auseinandersetzungen einzugreifen, um Kräfteverhältnisse nach links zu verschieben. Es gibt viele Beispiele, wo uns das gelungen ist. Wir als Partei haben große Verantwortung, an diesen Erfahrungen anzuknüpfen und weitere ermutigende Beispiele zu schaffen. Ich würde mich freuen, dazu beizutragen und freue mich, wenn ihr meine Kandidatur unterstützt. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, ich lebe in NRW und arbeite in einem kleinen Beratungsunternehmen, das sich vor allem an Betriebsräte und Gewerkschaften wendet und beteiligungsorientiert agiert.
2014 wurde ich in den erweiterten Parteivorstand gewählt und war dort unter anderem Ansprechpartnerin für feministische Politik gemeinsam mit anderen. Diese Arbeit, uns gegenseitig ermutigen, unsere feministischen Strukturen aufspüren und uns vernetzen, feministische Inhalte stärken, ist doch eine so offensichtlich wichtige. Den gesellschaftlichen antifeministischen Rollback sehen wir alle. Wir sehen doch die besorgten Eltern, die vor Sexualunterricht und Genderismus in den Schulen waren. Und wir sehen doch auf den Straßen den sogenannten Marsch für das Leben, eine Zeitreise in die Vergangenheit. Unsere Antwort darauf kann nur sein, unser Kampf ist der Kampf für ein Leben in Selbstbestimmung und für die Gleichwertigkeit aller Lebensentwürfe. Ob bei der Planung von Bundesfrauenkonferenzen, ob bei Projekten wie der feministischen Intervention im Blockupy-Bündnis, daran und darin möchte ich auch im nächsten Parteivorstand mitarbeiten. Wer sich nicht bewegt, spürt seine Fessel nicht, so Rosa Luxemburg. Es gibt viele Gründe hier in Deutschland und in Europa, die deutlich machen, dass Bewegung notwendig ist, um die soziale Herrschaftsfrage ins Zentrum zu stellen. Es braucht sie, unsere Parlamentarierinnen in der Kommune, im Land und Bund. Wenn wir Schäubles Ideologie der schwarzen Null angreifen, dann tun wir das nicht, um Herrn Schäuble anzugreifen, sondern weil die Politik dahinter sich gegen die Menschen wendet. Wir brauchen keine Schuldenbremse für die kommenden Generationen, sondern funktionierende staatliche Leistungen, heute und sofort. In anderen europäischen Ländern regt sich der Widerstand. Widerstand gegen den Exportschlager aus Deutschland. Sogenannte Reformen wie die Hartz-IV-Reform, eingeführt durch die Sozialdemokratie und die Grüne Partei. Und gerade jetzt schlägt das Arbeitsministerium noch schärfere Hartz-IV-Repressionen vor. Die Zwangsrente mit Abschlägen. Das Kürzen bei Alleinerziehenden, deren Kinder Zeit beim umgangsberechtigten Elternteil verbringen. Die Nahles-Pläne zur Verschlechterung der finanziellen Situation von EU-Binnenmigrantinnen. Wir setzen uns gegen diese Spaltung der Verarmten in Bewegung. Und wir wissen uns in guter Gesellschaft, die Welt ist nicht auf der Flucht, sondern im Aufbruch. Sie ist in Bewegung. Verändern wir sie. Aber das schaffen wir nicht mit einem Antrag an den Parteitag oder die Parlamente. Dazu braucht es Bündnisse. Das Bündnis Aufstehen gegen Rassismus, die Friedensbewegung Blockupy und eine starke Linke, die in diesen Bündnissen verankert ist und ihre Forderungen in die Parlamente trägt. Und lasst uns dann gemeinsam die soziale Frage noch lauter stellen, um Grenzen einzureißen und Umverteilung mit all denen einzufordern, die ein gutes Leben für alle wollen, überall, für jede und jeden. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, Frieden und soziale Gerechtigkeit, das sind die zentralen Themen der Linken. Und sie sind aktueller denn je, nicht trotz, sondern gerade weil es so viele Flüchtlinge gibt. Denn es sind genau diese Themen, die zeigen, wie verheerend die herrschende Politik ist. Denn warum machen sich die vielen Menschen auf den Weg? Weil ihre Heimat von Krieg und Terror zerstört ist und weil eine ausbeuterische Wirtschafts- und Handelspolitik ihnen die Lebensgrundlagen raubt. Und die Bundesregierung ist mit ihrer Politik genau daran beteiligt. Deutschland gehört zu den führenden Rüstungsexporteuren. Deutsche Soldaten stehen in aller Welt und unterstützen NATO und die USA bei ihren Kriegen. Angela Merkel hat mittlerweile von Willkommenskultur auf Flüchtlingsabwehr umgeschaltet und schließt schäbige Deals mit dem Despoten Erdogan. Zu dieser zynischen Politik sagen wir ganz klar Nein. Wir wollen, dass Fluchtursachen bekämpft werden und nicht die Menschen, die vor den Auswirkungen der Politik fliehen. Wir wollen eine echte und konsequente Friedenspolitik. Und dafür steht nur die Linke in diesem Land. Das andere zentrale Thema der Linken ist soziale Gerechtigkeit. Immer mehr Menschen sind dauerhaft abgehängt und fühlen sich von der Politik im Stich gelassen. Das ist der Hintergrund, vor dem die AfD ihre Erfolge feiert. Nämlich, weil sie sich als Protestpartei verkauft. Dabei vertritt sie überhaupt nicht die sozialen Interessen der Menschen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir dürfen nicht hinnehmen, dass sich eine rechte Partei dauerhaft etabliert. Wir müssen den Protest wieder von links besetzen.
Wir müssen zeigen, dass wir uns nicht einrichten, sondern dass wir das Land wirklich verändern wollen. Und das heißt nicht, auf Teufel komm raus, nach einer Regierungsbeteiligung zu suchen, egal mit wem und egal warum, sondern das heißt, dass wir brennen für eine soziale Politik. Wir müssen unsere Themen wieder in den Vordergrund stellen. Den Kampf gegen Leiharbeit und prekäre Beschäftigung, die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro, bezahlbare Wohnungen, ein Gesundheits- und Pflegesystem, das nicht vom Geldbeutel abhängt, und eine Rente, die den Lebensstandard sichert und Armut verhindert. In einem Jahr wird der nächste Bundestag gewählt. Wir haben also ein Jahr Zeit, um die Menschen davon zu überzeugen, dass links die bessere Alternative ist und dass eine soziale Gesellschaft nur dann möglich ist, wenn sich die Schwachen nicht gegen die Schwächsten ausspielen lassen. In diesem Sinne möchte ich mich weiter im Parteivorstand einsetzen und würde mich über eure Unterstützung freuen. Vielen Dank. Ja, hallo liebe Genossinnen und Genossen. Ich heiße Katalin Genburg, lebe in Berlin-Treptow mit meiner 7-jährigen Tochter und kandidiere heute. Als ich so alt war wie Sie, heute fiel die Mauer und ich wurde eingeschult hier in Sachsen-Anhalt im Chemiedreieck Leuna-Buna-Schkopau. In Weißenfels erlebte ich als Kind den Niedergang von Wirtschaft und Gesellschaft, Freunde zogen weg, Eltern wurden arbeitslos. Auch das zeitigte die Austeritätspolitik in Ostdeutschland und das hat mich sehr stark politisiert und bewegt mich bis heute. Die Bezeichnung Kolonialisierung Ostdeutschland will die Vorgänge des letzten Vierteljahrhunderts einfangen und verweist auf den Ausverkauf von öffentlichen Gütern seit 1990. Rosa Luxemburg beschrieb Prozesse der kapitalistischen Landnahme im Detail und es ist wichtig, dass wir sie immer wieder offenlegen und anprangern. Seit 2 Jahren bin ich Sprecherin der Landesarbeitsgemeinschaft Städtebau und Wohnungspolitik in Berlin, der Stadt der Volksentscheide und Bürgerinitiativen. Mein Anspruch ist es, mit den Initiativen gemeinsam Stadtentwicklungspolitik nach vorn zu bringen, Mietenproteste, Proteste gegen Zwangsräumungen, gegen Leerstand und gegen die Privatisierung des Stadtgrüns. Gerade kämpfen wir in Berlin für einen Volksentscheid zum Erhalt direkter Demokratie. Dass SPD und CDU uns die politische Teilhabe wegnehmen wollen, weil die Stadt sich mehrfach gegen ihre Politik ausgesprochen hat, ist eine politische Kampfansage und dieser Senat gehört eindeutig abgewählt. Heute wurde mehrfach angesprochen, wir sollten die Eigentumsfrage stellen. Jo, genau. Das Tempelhofer Feld, das Flugfeld, kennt ihr vielleicht, für welches über einen Volksentscheid die Öffnung und Freihaltung abgestimmt wurde, steht heute als Mahnmal der Stadtpolitik von unten gegen autoritäre und technokratische Planung von oben und gegen den Ausverkauf der Stadt. Das Thema Landgrabbing ist spätestens durch die Privatisierungspraxis der Treuhand in Ostdeutschland angekommen. In Berlin lockt seit Jahren das Betongold und folgelogisch steigen die Bodenpreise massiv. Die Linke muss für eine soziale Bodenpolitik in Stadt und Land kämpfen. Ich bin Stadthistorikerin und finde, wir können aus der Geschichte und aus der Geschichte von Städten sehr viel lernen. Boden, liebe Genossinnen und Genossen, gehört genauso wie Energie und Wohnen in öffentlicher Hand. Lasst uns hier beim Boden die Eigentumsfrage genauso stellen. Im PV will ich diese Themen stärken und dafür Sorge tragen, dass der Antrag zur Wohnungsgemeinnützigkeit, den wir als Bundesarbeitsgemeinschaft Städtebau und Wohnungspolitik eingebracht haben, politisch verarbeitet wird. Und ein weiteres Projekt liegt mir sehr am Herzen. Der Antrag Solidarität hilft wurde von mir und anderen eingebracht. Die Idee, praktische Alltagshilfe und solidarische Praxis mit einer Organisierungsperspektive zu verbinden, wird morgen hoffentlich abgestimmt. Für dieses Projekt will ich streiten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt wahrscheinlich alle auf dem Weg hier ins Veranstaltungsgelände diese Werbekampagne der Bundeswehr gesehen, in der sie Computerspezialistinnen und Spezialisten sucht, um, Zitat, Deutschlands Freiheit auch im Cyberraum zu verteidigen. Ich glaube, wenn irgendetwas ein schlechter Witz ist, dann ist das ein schlechter Witz. Die Freiheit im Internet verteidigen wir sicher besser ohne die Bundeswehr als mit der Bundeswehr, vielleicht sogar besser gegen sie.
Und es wurde bereits erwähnt, dass wir hier in der Nähe der Kolbitz-Letzlinger Heide und des dortigen Übungsgebietes sind. Wir sollten vielleicht auch genau anschauen, was für Übungsszenarien dort vorbereitet werden. Was dort gebaut wird, ist eine moderne Großstadt. Kein einziges Einsatzgebiet der Bundeswehr bis jetzt entspricht einer Großstadt mit Industriegebäuden, mit U-Bahn und so weiter. Das heißt, hier werden Städtekriege vorbereitet. Und ich muss sagen, mir ist es eigentlich egal, ob hier Einsätze im Ausland oder im Inland vorbereitet werden. Beides sollten wir striktest ablehnen als Linke. Und ob hier vorbereitet wird, wie soziale Aufstände niedergeschlagen werden können im Inneren oder wie weitere imperialistische Kriege im Äußeren aussehen sollten, all das ist im Detail nicht so sehr die Frage. Wichtig ist, dass hier eine Politik vorbereitet wird, die nach innen soziale Ungleichheiten noch vertiefen wird und die nach außen sich orientiert an deutscher Großmachtpolitik. Und deutsche Großmachtpolitik war noch nie eine gute Idee. Das Dumme ist, dass es diese, mir fällt es schwer zu sagen, Verteidigungsministerin, das ist wohl eher Kriegsministerin, nicht bei bloßen Ankündigungen belässt, sondern sie setzt, seit sie am Ruder des Verteidigungsministeriums ist, Stück für Stück ihre Agenda durch. Zuerst wollte sie 8.000 mehr Soldatinnen und Soldaten, dann 10.000, dann 15.000. Und als letztes erklärte sie, dass sie überhaupt keine Obergrenzen haben wollte. Ich glaube, eines ist klar, wenn es irgendwo sinnvoll Obergrenzen gibt, dann für die Menge der Soldaten, aber definitiv nicht für Flüchtlinge. Und ich möchte nur darauf hinweisen, dass wir alle die Chance haben, dem, was da die Bundeswehr ankündigt, nämlich sie fragt, wie können wir Kriegstreiber im Netz deinstallieren? Wir können, wie gesagt worden ist, den Personalstöpsel ziehen. Claudia, du musst bitte zum Schluss kommen. Die drei Minuten sind voll. Lass den Satz fertig machen. Wir können und wir müssen ihr auf jeden Fall den Geldstöpsel ziehen. Es kann nicht sein, dass wir 2% des Bruttoinlandsprodukts für diese Großmachtpolitik ausgeben. Dankeschön. Liebe Genossinnen und Genossen, derzeit bin ich Sprecherin für antifaschistische Politik im Sächsischen Landtag und im Sächsischen Landtag auch stellvertretende Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses. Vor 2 Jahren wurde ich erstmals in den Parteivorstand gewählt. Das Thema Entwicklung der AfD lag mir von Anfang an sehr am Herzen. Ich habe mich bemüht, einen Antrag im Parteivorstand zu Wege zu bringen, damit wir zu einer Arbeitsgruppe kommen, die sich intensivst mit der Entwicklung der AfD beschäftigt. Diese Arbeitsgruppe habe ich geleitet. Der Tisch bewegt sich hier merkwürdig. Aber nicht, dass ich mich dann noch bücken muss, um meinen Zettel zu lesen. Es geht bei dieser Arbeitsgruppe nicht nur einfach um die Feststellung, was für ein Etikett wir der AfD aufkleben wollen, sondern es geht darum, sie genau zu analysieren, unsere Kritik zu entwickeln und konkrete Strategien dabei zu entwickeln. Ich würde diese Arbeit gerne fortsetzen und wir werden sehr viel noch diskutieren müssen. Aber, das möchte ich an dieser Stelle auch sehr deutlich sagen, ich bin mir an einem Punkt sehr sicher, eins darf es mit uns, mit der Linken, dabei nicht geben, und zwar den Abbau von Demokratie. Denn im Kampf gegen die Feinde der Demokratie, die Demokratie selber abzubauen, ist ja einfach Irrsinn. Die Forderung mancher, insbesondere von der SPD, eine Beobachtung der AfD durch die Verfassungsschutzbehörden darf es mit uns nicht geben. Unsere Forderung muss lauten, weg mit den Inlandsgeheimdiensten. Liebe Genossinnen und Genossen, sehr viele
haben auf diesem Parteitag von AfD gesprochen. Sehr viele haben auch von Pegida und rassistischen Übergriffen gesprochen. Aber dieses Spektrum der extremen Rechten ist noch weitaus breiter. Wir haben die NPD noch in den Parlamenten. Wir haben mit dem Dritten Weg und der Rechten zwei neue Parteien in diesem Bereich. Vernetzung der Kameradschaftsszene geht weiter, aber auch die Vernetzung der extremen Rechten auf europäischer Ebene. Und wir müssen ganz klar sagen, mit uns darf es keine Repression, keine Kriminalisierung des antifaschistischen Kampfes geben, denn wir brauchen den antifaschistischen Widerstandskampf, um die extreme Rechte zurückzudrängen. Danke, Vielen Dank Kerstin. Für die Aufmerksamkeit. Ja, schönen guten Abend, liebe Genossinnen und Genossen. Wir haben vorhin schon mal gehört, dass wir eine gewisse Lücke haben, wenn es um den sozial-ökologischen Umbau geht. Und ich möchte dazu beitragen, mit meiner Kandidatur für den Parteivorstand, dass wir diese Lücke schließen. Wir sind uns sicher einig darüber, dass dieses kapitalistische System zerstörerisch ist für die Menschen, aber eben auch für die natürlichen Lebensgrundlagen. Und dass wir aus der Klimakrise, aus der ökologischen Krise nur herauskommen, wenn wir die sozialen Verhältnisse verändern, und zwar radikal verändern. Auf der anderen Seite müssen wir aber auch uns mit der Herausforderung, auf die Herausforderung einlassen, dass ein demokratischer, internationaler Sozialismus ein ökologischer sein muss und dass wir eine sozial-ökologische Lebens- und Produktionsweise finden müssen, weil es sonst keine sozial gerechten Verhältnisse geben kann. Wir haben sicher nicht auf alle Herausforderungen eine Antwort, auf ganz viele nicht, wie man beispielsweise aus den großen Produktionsbereichen, Automobilindustrie, Energiekonzerne so rauskommt, dass es nicht zur sozialen Katastrophe für die dort Beschäftigten führt. Wir haben ein paar Ansatzpunkte entwickelt, zum Beispiel beim Thema solidarische Mobilität für alle. Und wir haben das auch im Leitantrag 2 als einen Punkt, damit auch die Armen teilhaben können. Aber dazu gehört auch, dass damit einhergehen muss, dass wir den Verkehr reduzieren, dass es auch eine ökologische Dimension ist, dass Menschen einen gut ausgebauten ÖPNV vorfinden und nicht darauf angewiesen sind, mit dem Auto unterwegs zu sein. Diese Perspektiven haben wir zum Teil sehr konkret entwickelt in der Projektgruppe in der Bundestagsfraktion Plan B für den sozial-ökologischen Umbau. Da gibt es auch die Energiewende, die Stadtwerke als Schaltstelle der Energiewende. Und ich möchte dazu beitragen, dass auch in der Partei und vor allen Dingen im bevorstehenden Bundestagswahlkampf die sozial-ökologischen Perspektiven eine größere Betonung bekommen. Wir haben da viel zu gewinnen. Es gibt viele, viele junge Leute, die sich über Wachstumskritik politisiert haben. Die Ende-Gelände-Aktionen in der letzten Woche waren ein tolles Beispiel dafür, wie Leute sich engagieren gegen die Logik der Konzerne und zugleich für eine solidarische Energiepolitik, Klimagerechtigkeit. Und ich finde, da haben wir viel zu gewinnen. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen. Danke. Liebe Genossinnen und Genossen, wir erleben aktuell einen Rechtsruck. Die Österreicherinnen und Österreicher haben diese Woche gerade noch mal die Kurve gekriegt, aber so eine rechte Feierlaune will sich nicht einstellen. FPÖ, AfD und Co. hetzen ungeniert gegen Geflüchtete, gegen die Rechte von Minderheiten, gegen Genderwahn. Dies alles flankiert von medialer Aufmerksamkeit und steigenden Umfragewerten. Und wir? Ich denke, in der aktuellen gesellschaftlichen Situation benötigen wir eine Politik der Solidarität. Das gilt für Menschen, die in unserer Gesellschaft ausgegrenzt werden, ob in der Arbeitswelt, im Alter, aufgrund ihrer Herkunft oder aufgrund ihrer sexuellen Orientierung. Unsere Gesellschaft ist momentan nicht gerade dafür bekannt, ausgegrenzte Menschen einzubinden, sie an Entwicklungen teilhaben zu lassen.
Das kritisieren wir als Linke zu Recht. Aber diese Kritik müssen wir auch mit Leben füllen. Mit Angeboten an die Gesellschaft, an die Ausgegrenzten, an die zu kurz gekommenen. Es geht darum, immer und immer wieder klarzumachen, wir lassen niemanden zurück. Wir werden uns niemals damit abfinden, dass Menschen nicht die gleichen Chancen haben. Und deshalb sind wir eine kapitalismuskritische, deshalb sind wir eine demokratische und deshalb sind wir eine sozialistische Partei, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir in zweierlei Hinsicht unserem eigenen Anspruch gerecht werden. Einerseits brauchen wir Vorschläge, wie wir Menschen teilhaben lassen können, und zwar im vollen Umfang. Denn offene Grenzen sind wichtig, aber nur ein Anfang. Denn dann beginnt der Kampf um Teilhabe und unsere Anhängerinnen und Anhänger erwarten zu Recht von uns, dass wir dazu praktische Vorschläge und nicht nur einbringen und nicht nur bei Bekenntnissen stehen bleiben. Andererseits geht es aber auch um die Anerkennung und Wertschätzung in der innerparteilichen Diskussion. Ja, wir sind plural und das ist auch gut so. Und ja, für uns ist nicht der Geist der Theorie, sondern die Kraft der Praxis Maßstab für die Diskussion. Deshalb brauchen wir eine lebendige Diskussion und die Verbindung verschiedener Perspektiven und Ansprüche. Ein Aspekt hierbei ist, sowohl die Gesellschaft grundsätzlich zu verändern und zugleich tagesaktuell und konkret Politik zu machen. Und ja, auch die Debatte darüber. Voraussetzung ist, dass diese die Partei verbindet und nicht trennt, sie zu einer Position führt und nicht eine solche verhindert. Dies kann man nicht erzwingen, aber man kann gute Voraussetzungen dafür schaffen. Ich habe mich im letzten Parteivorstand immer darum bemüht, sachorientiert zu arbeiten, mit dem Anspruch der Solidarität und Wertschätzung, damit wir die Partei stärken, sie zusammenführen und zu einem für die Breite unserer Mitglieder vertretbaren Ergebnis kommen. Dies würde ich gerne fortsetzen und dafür habe ich das einstimmige Votum meines Kreis- und Landesverbands. Und dafür, liebe Genossinnen und Genossen, bitte ich auch euch um euer Vertrauen. Vielen Dank. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, wir sind uns einig, dass wir schwierige gesellschaftliche Verhältnisse erleben, eine gefährliche Rechtsentwicklung in Deutschland und in Europa und dass unsere Partei nicht stärker geworden ist, sondern Mitglieder und Wählerinnen verloren hat. Was tun und was sagen? Wir müssen mit den Menschen reden, sie ansprechen. Richtig. Schnell ist gesagt, wir müssten klar herausstellen, dass wir die Partei der sozialen Gerechtigkeit und die Friedenspartei sind. Auch richtig. Aber das machen wir von Anfang an. Und selbstverständlich müssen wir das auch weiter tun. Doch lasst uns aber bitte auch darüber reden, was wir anders machen könnten. Vielleicht beginnen wir genau mit dem Andersreden. Uns gegenseitig aufzufordern, klare Kante zu zeigen oder unser linkes Profil zu schärfen. Das wird gern beklatscht und doch mutiert es manchmal zur Phrase. Wir sollten uns klar darüber werden, dass das keine Kommunikation nach draußen ist, sondern bestenfalls eine Selbstvergewisserung nach innen. Und die fällt niemandem auf. Wir beklagen uns, wie wenig wir in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden. Vielleicht gelingt es uns mit überraschenden, provozierenden Ideen besser. Eine Provokation wäre zum Beispiel, solche Themen in die Debatte zu bringen wie Wahlalter Null, Schulnulden abschaffen, das bedingungslose Grundeinkommen, die Entkriminalisierung von Drogenkonsumenten. Das ist alles egal, wie wir dazu stehen, aber wir sollten zumindest darüber diskutieren. Und nur weil die Bild-Zeitung uns dann sofort für verrückt erklären würde, sind solche Debatten keine Spinnerei und daraus folgende Forderungen und Entscheidungen notwendig und richtig. Denn sie bewegen ein Thema, das immens wichtig ist, das Thema Freiheit und Freiheitsgewinn. Hier ist eine linke emanzipatorische Kraft gefragt, hier müssen wir ansetzen. Und es gäbe einen Widerhall in einem Teil der Zivilgesellschaft, wo Menschen sich aus verschiedensten Gründen gegen Zumutung von Grundrechtseinschränkungen zur Wehr setzen und ihre individuellen Freiheitsrechte verteidigen und erweitern wollen. Es ist ein Versuch wert, dort eine Verbindung mit gesellschaftlichen Initiativen zu suchen. Dafür braucht es Ideen und Mut, denn ohne Mut gibt es keine gesellschaftliche Veränderung. Wir wollen immer so mutig sein, aber erinnert euch bitte, wie wankelmütig auf dem Parteitag am Kapitel Drogenpolitik für unser Parteiprogramm rumgedoktert wurde, weil die ARD vermeintlich schlecht über uns berichtete. Oder schaut auf die Unruhe, die ein Laizismusantrag erzeugen kann. Oder in Leipzig hatte die Linksjugend vor 3 Jahren zum 1. Mai ein Transparent am linken Stand gehängt, fordert nicht Arbeit und Brot, sondern Freizeit und Kuchen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was dort los war. Aus Gründen.
Wir wollen die Gesellschaft grundlegend verändern, fürchten uns dann aber anzuecken und davor, dass wir ein bisschen weniger gemocht werden. Wie mutig ist das? Meine Frage. Wir brauchen gewitzte Ideen und ordentliche Ruspe. Dann schreiten wir an Stellen nicht weiter klagend hinterher, sondern fragend und vor allem selbstbewusst voran, Irrtümer eingeschlossen. Wenn euch das alles irgendwie ganz plausibel klingt, wäre es schön, wenn ihr mich wählt. Ich würde gerne im Parteivorstand meine Meinung sagen. Danke. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Luzi Redler. Ich bin gebürtige Hessin, komme aus der Weltkunststadt, wo die Documenta stattfindet, aus Kassel, habe in Hamburg an der Hochschule für Wirtschaft und Politik VWL studiert, im Buchhandel gearbeitet und arbeite heute als Redakteurin für Sozialismus.info. Liebe Genossinnen und Genossen, 6 von 10 Menschen in Deutschland sagen, dass diese gesellschaftlichen Verhältnisse ungerecht sind. Und es ist kein Wunder angesichts von Panama Papers, dem VW-Skandal und den Geschäftspraktiken der Commerzbank. Wenn über 50 Milliarden Euro in Deutschland jährlich an Steuern hinterzogen werden, müssen wir laut und deutlich sagen, die wirklichen Flüchtlinge sind die Steuerflüchtlinge. Es ist an der Zeit, die Milliardärsklasse anzugreifen, wie es Bernie Sanders in den USA tut, den Kapitalismus auf die Anklagebank zu heben und der Idee einer freien, sozialistischen Gesellschaft neues Leben einzuhauchen. Die Vorschläge, die Katja und Bernd vorgelegt haben, sind wertvoll und weisen in die richtige Richtung, liebe Genossinnen und Genossen. Wenn wir die Revolution der sozialen Gerechtigkeit wollen, müssen wir auch bei uns selbst beginnen. Ich glaube, wir brauchen eine Revolutionierung unserer Partei und das nicht mit Trippelschritten. Das beginnt bei unserer Haltung, bei unserem Selbstverständnis und auch der inneren Verfasstheit der Partei. Ich finde, wir brauchen mehr Arbeiter und Arbeiterinnen, Angestellte, Erwerbslose, Aktive aus sozialen Bewegungen bei unseren Parteitagen und auch im Parteivorstand. Lasst uns auch das Verhältnis von außerparlamentarischen zu parlamentarischen Aktivitäten verbessern. Ich denke, die parlamentarische Aktivität ist wichtig, aber wenn wir uns ansehen, dass der Kampf an der Charité und der erste Tarifvertrag für mehr Personal in den Krankenhäusern in der Geschichte der Bundesrepublik durchgesetzt wurden, dann wurde das vor allem durchgesetzt durch einen massiven gesellschaftlichen Druck. Und als die Kolleginnen und Kollegen von der Charité und wir vom Berliner Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus, wo ich aktiv bin seit Jahren, vor 4 Jahren begonnen haben, da haben uns viele gesagt, ihr habt keine Mehrheit im Parlament, ihr habt keine Mehrheit in eurer Stadt, ihr habt noch nicht mal eine Mehrheit in der eigenen Gewerkschaft. Das ist grundgesetzwidrig und das schafft ihr nie. Nach 4 Jahren beharrlichem Kampf, politischem Druck haben wir es geschafft. Die Kollegin von Verdi Charité, das Bündnis für mehr Personal im Krankenhaus und auch mit Hilfe der Linksfraktion. Ich denke, das ist ein extrem gutes Beispiel, wie wir parlamentarische Positionen nutzen können, um gesellschaftliche und betriebliche Kämpfe voranzubringen. Lasst uns die Forderung nach mehr Personal im Krankenhaus für ein bedarfsgerechtes Gesundheitswesen zu einem wichtigen Kampagnenschwerpunkt der Partei machen. Hier kann ich meine Erfahrungen seit 10 Jahren in der Solidaritätsarbeit mit den Charité-Kollegen mit der CFM einbringen und ich würde mich über eure Unterstützung freuen. Herzlichen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, mein Name ist Franziska Riekewald, ich bin 35 Jahre alt, habe 2 Kinder im Alter von 6 und 8 Jahren und bin seit 15 Jahren als Mitarbeiterin im Vertrieb in einem Leipziger Forschungs- und Entwicklungsbetrieb berufstätig. Ehrenamtlich engagiere ich mich für unsere Partei als Stadträtin und Vorsitzende eines Stadtbezirksverbandes sowie als Mitglied im Sprecherinnenrat des Liebknecht-Kreises Sachsen. Jetzt werden sich einige von euch sicherlich fragen, warum will sie sich das auch noch antun? Ein Wochenende jeden Monat in Berlin, weit weg von Familie und Kindern. Das ist ganz einfach. Ich denke, wir benötigen genau solche Menschen wie mich im Bundesvorstand. Die eigentlich keine Zeit haben, weil sie nicht hauptamtlich für die Partei arbeiten oder bei einem Abgeordneten angestellt sind. Genau solche Genossinnen wie mich, die mit beiden Beinen im wirklichen Leben stehen und vor allem in ihrem Berufsalltag außerhalb der Partei mit vielen Menschen ins Gespräch kommen. Deshalb habe ich mich entschieden, heute für den Parteivorstand zu kandidieren. Denn nach der Landtagswahl im März frage ich mich, wie viele andere Parteimitglieder an der Basis, wie geht es nun mit den Linken weiter? Viele von uns waren geschockt.
sowohl von unseren enttäuschenden Wahlergebnissen als auch von dem erschreckenden Wahlerfolg der AfD. Wie konnte es nur so weit kommen? Nach meinem Eindruck ist die Analyse der Ursachen dieser Wahlniederlage noch nicht tiefgründig und selbstkritisch genug. Wir scheuen uns, ein paar bittere Wahrheiten auszusprechen. Viele Menschen sehen uns inzwischen als Teil der etablierten Politikbetriebes, ja sogar als quasi verstaatlichte Opposition. In meinem beruflichen Umfeld höre ich immer öfter, dass wir als Linke nicht mehr als wirkliche Alternative zu den anderen Parteien wahrgenommen werden. Damit laufen wir Gefahr, in unserer Stammwählerschaft weiter zu verlieren und kaum noch die wachsende Anzahl von Nichtwählerinnen und Menschen anzusprechen, die das herrschende Elitenkartell ablehnen und dem politischen System misstrauen. Angesichts einer stabilen neoliberalen Vorherrschaft im Land gilt die einstige Rolle als linke Oppositionspartei wieder stärker zu übernehmen. Wir müssen uns mit unserem kräftigen linken roten Farbe von der neoliberalen Einheitspartei stärker abgrenzen. Das ständige Schielen auf eine Regierungsbeteiligung hat uns, glaube ich, in den letzten Jahren viel Vertrauen gekostet, auch im Bereich der Protestwählerschaft. Gerade hier sehe ich weiterhin viel Potenzial für uns. Meistens sind es genau diese Menschen, die vom Kapitalismus und unserer Gesellschaft im Stich gelassen werden und dringend Alternative brauchen. Wenn Sie diese in der AfD letztes Mal gefunden haben bei den Wahlen, sollte uns das sehr, sehr nicht nachdenklich machen. Liebe Genossinnen und Genossen, mit vielen von euch bin ich mir sicher darin einig, dass wir unsere Alleinstellungsmerkmale mit den Kernthemen Frieden und soziale Gerechtigkeit wieder stärker in den Mittelpunkt unserer Partei rücken müssen. Dazu sind auf den Parteien entsprechende inhaltliche Beschlüsse notwendig. Wir sollten uns an einen klugen Satz von Karl Marx erinnern. Jeder Schritt wirklicher Bewegung ist wichtiger als ein Dutzend Programme. In diesem Sinne bitte ich um eure Stimme für den Parteivorstand. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, Deutschland, Europa, ja die Welt steht vor einer Zäsur. Für mehr und mehr Menschen nimmt soziale Sicherheit ab und unsichere Lebens- und Arbeitsverhältnisse werden die Regel. Es wird Krieg geführt gegen Menschen, gegen soziale Sicherheit und gegen die Umwelt. Die Gründe für diese Entwicklung werden tatkräftig verschleiert. Ursache und Wirkung werden gezielt durcheinander geworfen und Sündenböcke geschaffen. Das schafft Ängste, Unbehagen und Wut und öffnet die Tür nicht nur für rechte Demagogen, sondern auch für Faschismus. Es ist wichtig, klar und deutlich Ursache und Wirkung zu benennen. Das reicht aber nicht. Wir müssen auch Lösungsvorschläge bringen. Und da haben wir doch einiges. Stichwort Umverteilung, Stichwort Reichensteuer, Stichwort Verbot von Waffenexporten, Inklusion, Grenzen auf für Menschen in Not, Stichwort sozialökologischer Umbau. Das sind alles gute linke Konzepte, auf die wir Linken stolz sein können und die wir auch immer wieder selbstbewusst einbringen müssen. Wir dürfen diese Vorschläge aber nicht nur wie eine Monstranz vor uns hertragen, sondern müssen auch in der Praxis dafür kämpfen und sie umsetzen. Bleiben diese Vorschläge nur Lippenbekenntnisse, um Regierungsposten zu ergattern, dann werden wir unglaubwürdig und verkaufen unsere Seele. Wenn mit linker Regierungsbeteiligung Menschen in Not, die bei uns Zuflucht suchen, abgeschoben werden, wenn wir Schäubles sogenannte schwarze Null akzeptieren und uns um die Abgehängten nicht kümmern, wenn wir Proteste aus unserem Umfeld nicht unterstützen, weil uns nicht jede Einzelmeinung gefällt, dann verlieren wir nicht nur Wählerinnen und Wähler, sondern auch Mitglieder und Substanz. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin nicht gegen Regierungsbeteiligung, aber ich stehe dafür, dass wir nicht umfallen, nur weil mögliche Regierungspartner nicht mitziehen wollen. Ich ermutige uns alle, Haltung und Standfestigkeit für unsere Standpunkte zu bewahren, um gemeinsam die Ungerechtigkeiten zu bekämpfen. Das will ich auch weiter tun, auch im Parteivorstand, und dafür bitte ich um eure Stimme. Danke.
Liebe Genossinnen und Genossen, in den letzten Monaten meiner politischen Aktivität lesen sich meine Einträge in meinem Blog eher wie ein Reisetagebuch durch ostdeutsche Dörfer und Städte. Doch nicht Tourismus war mein Antrieb, sondern der Einsatz gegen sogenannte Bürgerinnenbündnisse, AfD und Pogidas, die überall aktiv sind. In Radnow ist seit Ende letzten Jahres regelmäßig ein Aufmarsch von bis zu 400 Teilnehmerinnen, mehr politische Kräfte, als in dieser Stadt seit langem aktiv war. In Nauen brannte die vorherige Notunterkunft für Geflüchtete und unser Parteibüro wurde zigmal angegriffen. Politikerinnen und linke Aktivistinnen werden selbst im privaten Raum attackiert und bedroht. Dies ist nicht nur Realität im Havelland und in Brandenburg, sondern überall im Bundesgebiet. Besonders fern von Großstädten prallen Menschen, die sozial benachteiligt sind, und Fremdenfeindlichkeit aufeinander. Wir müssen den Menschen eine alternative Antwort bieten auf ihre Probleme und deutlich machen, dass nicht Geflüchtete, sondern eine neoliberale Politik schuld sind. Eine Politik à la Agenda 2010. Ich habe selbst als Deutschlehrerin in einem Flüchtlingsheim für Geflüchtete gearbeitet und mit ihnen zusammen über ihre Probleme gesprochen und habe die Ängste der Menschen dort vor Ort erlebt. Ich kann also aus erster Hand erzählen, wie es ist. Ich habe auch Solidarität erlebt. Viele kleine Taten, die als Leuchttürme strahlen. Solche Leuchttürme müssen wir unterstützen, eben gerade da, wo es wenig Strukturen gibt. Das kann aber allerdings nicht nur durch Ehrenamtliche geschaffen werden, sondern wir müssen auch dafür sorgen, dass mehr Stellen sozialer Arbeiterinnen geschaffen werden. Aufgabe linker Kommunalpolitikerinnen ist auch, Geflüchteteninitiativen, Unterstützerinneninitiativen und antifaschistische Kräfte vor Ort zu unterstützen. Es ist die Kommunalpolitik, die wie keine andere Ebene der politischen Auseinandersetzung dort stattfindet, wo Menschen sind. Kommunalpolitik, das erlebe ich auch in meiner Arbeit in der Stadtverordnetenversammlung, ist oftmals dominiert von grauen Eminenzen. Aber Kommunalpolitik kann auch jung, bunt und feministisch sein. Dafür setze ich mich vor Ort ein und dieses Bild will ich weiter in die Partei tragen. Ich will Brücken bauen zwischen kommunalen Problemen, sozialen Bewegungen und der Bundespartei. Ich will Kommunalpolitik und Basisarbeit ernst nehmen und sich diese als Grundpfeiler der Partei weiter verfestigen. Ich will, dass wir trotz allen negativen Entwicklungen einen starken Wahlkampf machen, vor allem als die Kraft, die als einzige konsequent die Abschiebung von Flüchtlingen verhindert. Wir dürfen uns nicht unterkriegen lassen vom braunen Smog, der aufsteigt. Lass uns solidarisch kämpfen und junge Menschen, vor allem auch Frauen, dazu motivieren, sich politisch einzubringen, wählen zu gehen und sich in sozialen Bewegungen zu engagieren. Ich bin jung, ich bin Feministin, ich bin Antifaschistin und ich mache Kommunalpolitik. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin Miriam Strunge, ehemalige Bundessprecherin der Linksjugend Solid und letztes Jahr als Jugendkandidatin in die bremische Bürgerschaft gewählt worden. Der Bundeskongress der Linksjugend Solid hat mich als jugendpolitische Sprecherin für den Parteivorstand nominiert. Wenn ich morgens die Zeitung aufschlage, dann weiß ich oft nicht, ob meine Wut oder meine Trauer größer ist über das, was täglich in unserer Welt passiert. Über das, was kein Schicksal und keine Naturkatastrophe ist, sondern bewusstes Handeln politischer Akteure. Es müssten keine Menschen im Mittelmeer ertrinken und es müssten keine Menschen in Idomeni Prügel und Tränengas von der Polizei einstecken. Es müssten auch keine Flüchtlingsheime brennen und keine Menschen abgeschoben werden, wenn die politische Grundstimmung in Europa eine andere wäre. Wenn Politikerinnen und Journalistinnen nicht zündeln würden, sondern der Mut und der Wille für ein solidarisches Europa gelebt werden würde. Davon sind wir heute meilenweit entfernt. Rechte Kräfte nehmen immer mehr an Fahrt auf und wir als Linke sind oft nur noch die Feuerwehr, die versucht, die verheerendsten Brände zu löschen. Wir stellen uns AfD, Pegida und Hogesa konsequent in den Weg. Und das ist wichtig, denn ich möchte nicht in Kaltland leben. Aber wir müssen noch mehr erreichen wollen. Wir müssen raus aus der Feuerlöscherposition, rein in die Offensive und den Kampf um eine linke Hegemonie führen. Dazu brauchen wir Mut, Kraft und viele Unterstützerinnen und eine klare Haltung.
Die Linksjugend Solid hat eine klare Haltung. Wir wollen nicht weniger als das schöne Leben für alle. Und das heißt für uns klare Ablehnung von Abschiebung und Obergrenzen, Recht von Flüchtlingen auf soziale Sicherung, Arbeit, Bildung und Wohnen und auch die aktive Unterstützung von Bündnissen wie Aufstehen gegen Rassismus und Blockupy. Als Bindeglied zwischen Jugendverband und Partei möchte ich unsere Ideen in die Linke tragen. Unsere Stärke liegt in der Verbindung von politischer Theorie und Praxis, aber auch in der Fähigkeit, jungen Menschen einen Raum für selbstbestimmte Politik zu geben. Ein Jung gegen Alt brauchen wir dabei nicht, denn politische Grundsatzfragen sind keine Fragen des Alters. Aber in einem lebendigen Parteivorstand sollten verschiedene Gruppen, auch die Linksjugend Solid, vertreten sein. Im Bremer Parlament setze ich mich auch für junge Leute ein, für gute Lehr- und Lernbedingungen an den Hochschulen, in der Kulturpolitik, die die freie Theaterszene unterstützt, für Auszubildende. Wer nicht ins Bild des perfekten Azubis passt, kann sich oft auf ein Leben zwischen Leiharbeit und Hartz IV einstellen. Die Angst, arbeitslos zu werden, regiert jung und alt. Wir müssen dieser Angst Mut entgegensetzen, Mut zum Widerstand gegen die Schikanen bei Hartz IV, Mut zu Alternativen zum Kapitalismus. Vielen Dank. Liebe Genossinnen, liebe Genossen, mein Name ist Marika Tendler-Valenta, ich bin 32 Jahre alt, Diplom-Soziologin und komme aus Mittelsachsen. Bevor ich 2013 nach Mittelsachsen zurückkehrte, war ich wissenschaftliche Mitarbeiterin im Europäischen Parlament. Zunächst für Lothar Bisky und nach dessen tragischem Verlust für Martina Michels. Meine Hauptaufgabengebiete lagen dabei im Ausschuss für Kultur und Bildung, Jugend und Sport. Seit 2014 bin ich Mitglied im Parteivorstand. In diesen 2 Jahren gab es einen enormen gesellschaftlichen Veränderungsprozess, wobei ich es als unsere Aufgabe sehe, auf aktuelle Entwicklungen und Ereignisse mit linken Angeboten einzugehen. Als ich zum Beispiel nach Sachsen zurückkehrte, formierte sich wenige Wochen später Pegida in Dresden. Schnell wurde mir bewusst, dass diese Bewegung Auswirkungen auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt haben wird. Dementsprechend wirkte ich mit bei der Erstellung verschiedener Vorlagen zu dem Thema Pegida, AfD oder auch den Erhalt kultureller Freiräume. Dabei ist natürlich der gezielte Austausch zwischen den verschiedenen Ebenen, politischen Ebenen, der Zivilgesellschaft und der außerparlamentarischen Bewegung unabdingbar für eine starke Partei Die Linke. Denn die radikale Rechte ist zurück in Europa. Der Nachkriegskonsens zwischen Kommunisten, Sozialisten, Christdemokraten, den großen demokratischen Strömungen ist vorbei. Die Tabus sind gebrochen, einmal und für immer. Dieses sich verändernde gesellschaftliche Spannungsverhältnis muss dabei maßgeblich von uns als einzige linke Kraft, von unseren politischen Ideen und Umsetzungsstrategien beeinflusst werden. Zu uns, liebe Genossinnen und Genossen, gibt es keine Alternative. Aber wir müssen uns auch die Frage stellen, wo finden wir statt, wer nimmt uns wahr? Gerade in der Medienlandschaft laufen uns andere den Rang ab. Aber setzen wir uns nicht nur mit den anderen auseinander, sondern setzen wir eigene Themen. Denn wir sind und bleiben das soziale Gewissen in Europa. Ich bin, wie die meisten von uns, aus Idealismus in der Partei. Denn ich möchte eine Weiterentwicklung, eine emanzipatorische Weiterentwicklung der Gesellschaft. Die Kernfrage lautet doch, werden wir auch zukünftig in einem demokratischen Land leben? Um dafür einen Beitrag zu leisten, möchte ich mich erneut für den Parteivorstand bewerben und bitte euch an dieser Stelle um euer Vertrauen und eure Unterstützung. Vielen Dank. Liebe Genossinnen und Genossen, guten Abend. Mein Name ist Daniela Trochowski. Ich bin seit 2009 Staatssekretärin für Die Linke im Finanzministerium Brandenburg. Ich bin seit über 20 Jahren mit der PDS und mit der Linken eng verbunden und bewerbe mich trotzdem zum ersten Mal für den Bundesvorstand. Aber ich laufe auch schon seit Jahren Halbmarathon und laufe in diesem Jahr zum ersten Mal Marathon. Ich habe also in diesem Jahr 2 Vorhaben vor, in denen ich Power, Saft und Kraft und einen langen Atem brauchen kann.
Liebe Genossinnen und Genossen, ihr habt heute auf eurem Parteitag schon die vielfältigen Herausforderungen benannt, in denen wir uns befinden. Für mich zählen dabei besonders der zunehmende Rechtsruck und der zunehmende Frust der Bürgerinnen und Bürger mit den etablierten Parteien, zu denen wohl auch die Linke inzwischen gehört. Und Letzteres ist, denke ich, umso schwieriger, wenn wir uns nicht nur in der Opposition, sondern wie aktuell auch in Regierungen befinden. Das ist mir durchaus bewusst. Und trotzdem tun wir es, wir beteiligen uns an Regierungen in Thüringen und Brandenburg, denn wir wollen und wir können in dieser Position für eine öffentliche Daseinsvorsorge kämpfen und diese finanzieren, die ihren Namen auch verdient. Wir wollen und wir können die Kommunen und die kommunale Selbstversorgung stärken und wir wollen Verteilungsgerechtigkeit und kämpfen dafür in unseren Ebenen. Wir wollen eine Erbschaftssteuer, die reiche Erbinnen und Erben wieder stärker belastet und wir wollen eine Vermögensteuer. Einen Gesetzentwurf dazu haben wir in der Schublade, den haben wir im Übrigen mit den SPD-geführten Ländern erarbeitet, als die SPD im Bund noch in der Opposition war. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bin im Ehrenamt auch Vizepräsidentin des Humanistischen Verbandes Berlin-Brandenburg und deshalb ist mir das zweite Thema, das ich genannt habe, besonders wichtig. Gegen den Rechtsruck in der Gesellschaft, vor allen Dingen gegen den Rechtsruck aus der Mitte der Gesellschaft, hilft aus meiner tiefsten Überzeugung nur eins. Es hilft nur, die Haltung zu bewahren, Gesicht zeigen und verkappten und offenen Neonazis die Stirn zeigen. Und genau das tun wir in Brandenburg mit unserer Flüchtlingspolitik. Wir haben uns in den letzten Monaten eben nicht daran aufgehalten, zu diskutieren, wie viele Kapazitäten diese Bundesrepublik hat, sondern wir haben die Kapazitäten geschaffen für die Flüchtlinge und wir haben diese Kapazitäten finanziert. Wir haben menschenwürdige Unterkünfte geschaffen, wir finanzieren Integrations- und Sprachkurse selbst und wir gehören zu den wenigen Ländern, die die Gesundheitskarte für Flüchtlinge eingeführt haben. Wir unterstützen Ehrenamtliche, die sich in dieser Frage engagieren und wir unterstützen es, wenn Brandenburger und Brandenburgerinnen sich mit Flüchtlingen treffen wollen und sie kennenlernen wollen. Es zeigt sich also, auch in der Regierung ist eine andere Politik möglich. Liebe Genossinnen und Genossen, meine Stärken liegen in der Finanz- und in der Steuerpolitik. Aus meiner Sicht ist soziale Gerechtigkeit, steht und fällt soziale Gerechtigkeit immer auch mit der Steuergerechtigkeit. Und das müssen wir wieder verstärkt in die gesellschaftlichen Debatten bringen. Denn wer, wenn nicht wir, können Ungerechtigkeiten thematisieren. Und ich möchte deshalb für den Parteivorstand kandidieren, um aktiv diese gesellschaftlichen Debatten mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass wir 2017 erfolgreich aus der Bundestagswahl herausgehen. Danke. Wunderbar, danke. Liebe Genossinnen und Genossen, ich bitte euch das vierte Mal um euer Vertrauen und würde gern auch die nächsten zwei Jahre im Bundesvorstand arbeiten. Ich habe mich hier dafür entschieden, Kommunalpolitik als Thema in den Bundesvorstand zu bringen. Und ich will euch auch ein paar Voraussetzungen nennen. Ich bin seit 1993 Kommunalpolitikerin und das in der Zwischenzeit auf allen Ebenen. Das heißt, ich sitze in einem Ortschaftsrat. Ich bin Mitglied des Stadtrates Bitterfeld-Wolfen, dort sogar die Stadtratsvorsitzende. Ich bin Mitglied des Kreistages Anhalt-Bitterfeld und dort Vorsitzende des Ausschusses für Gesundheit und Soziales. Und ich bin eine der Sprecherinnen der Bundesarbeitsgemeinschaft Kommunalpolitik. Und da wissen einige, die in Bielefeld mit waren, dass wir unseren Auftrag, kommunalpolitische Leitlinien zu entwickeln, realisiert haben. Bielefeld hat sie beschlossen. Unsere Aufgabe ist es jetzt, sie tatsächlich umzusetzen, weiterzuentwickeln und lebensfest zu machen. Ja, wir haben auch in Sachsen-Anhalt im März 2016 verloren. Und in einer der ersten Analysen nach dem 13. März hat es einen Satz gegeben, der mich unwahrscheinlich bestärkt hat in dem, was wir Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker tun. Dort ist in allen drei Ländern gesagt worden, überall dort, wo kommunalpolitische Strukturen funktionieren, wo erlebbar wird, was linke Politik ist, dort ist es auch relativ leicht, Wahlkampf zu machen. Das heißt, unsere Aufgabe ist es, gerade als Kommunalpolitiker, linke Politik erlebbar zu machen, die Leute einzuladen und mitzunehmen. Unsere Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen einzufordern, damit Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen selbst vertreten können.
Hier müssen wir unbedingt weitermachen und da bieten auch unsere kommunalpolitischen Leitlinien eine gute Grundlage. Die Bundesarbeitsgemeinschaft muss förderhin dafür sorgen, dass der Erfahrungsaustausch zwischen Kommunalpolitikerinnen Ost und West, Nord und Süd forciert wird. Und wir haben uns für diese Legislatur vorgenommen, als BAG Erfahrungspoole zu schaffen, in denen wir vor allen Dingen die Genossinnen und Genossen gewinnen wollen, die in der Vergangenheit hauptamtlich in Verwaltungen für die Linke gearbeitet haben. Und da wollen wir uns eine ganze Menge einfallen lassen und wollen euch das auch zum nächsten Parteitag präsentieren.